So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise wir sind hier bei Maggis. Wir wollen heute den neuen McCrispy Spicy testen. Ich habe gedacht, ich bin schlau, ich gehe daher, passt wieder mal super. Es gibt doch neu bei McDonald's jetzt Ayran, es gibt wieder die Spicy Nuggets, es gibt den McCrispy Spicy mit einem Geheimcode, hat der Maggis Gott gezeigt, kann man sich das bisschen Scharfmenü holen. Aber das gibt es leider erst ab 2.10., weil es den Ayran erst ab 2.10. gibt. Den Burger gibt es aber jetzt schon heute ab 26.09. Das heißt für mich keine Spicy Nuggets, kein Ayran, aber der McCrispy Spicy. Weil das aber, warte mal, das ist ja noch die Pokémon-Kappe. Weg. Das ist doch hier die, das ist die Bierpower-Kappe, die muss auf. Also merkt euch, Pokémon-Videos immer mit dem schwarzen Pokémon-Cappy, irgendwas anderes, Challenges, Unboxings, immer mit dem roten Bierpower-Cappy. Ich komme nämlich gerade vom Community-Raid mit Sackjahren und jetzt schlage ich mir den Magen voll, beziehungsweise guck mal, was es so gibt, nehme mir was mit und wenn es nicht scharf genug ist, suche ich mir noch eine super Soße, die ich da drauf buddern kann, damit es richtig scharf ist. Ich bin gespannt, was der neue Burger kann. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich habe leider nur den einen Burger. Ich habe auch nichts anderes gefunden, weil irgendwie hat mich nichts interessiert. Es gab auch gerade keinen richtigen Coupon, der noch irgendwie gepasst hätte oder auf den ich gerade Bock gehabt habe. Also habe ich jetzt einmal 6 Euro noch was mit der Karte bezahlt, was eigentlich auch wieder eine Zumutung ist. 6,49 Euro, Kartenzahlung 230 habe ich gewartet hier auf meinen McCrispy Spicy. Damals war es der lauteste Burger der Welt. Dann haben sie den ja noch eingeführt, irgendwie mit Coleslaw und eine Bacon TS Variante. Den Bacon TS gibt es jetzt immer noch. Kann man nämlich hier auch eindrücken, Bacon TS oder Promo. Jetzt ahne ich schon wieder Schlimmes, nicht dass die Bacon TS gemacht haben oder normal. Hoffentlich ist das. Also, es gibt den Originalen, es gibt den Bacon TS und es gibt den Promo. Und jetzt mache ich den auf und ja, keine Ahnung. Ich sehe also hier Sesambrötchen, okay. Da ist Käse drauf. Also da ist Soße und Salat, hier ist Käse, hier ist Crispy. Soll das jetzt hier die scharfe Soße sein? Das sieht mir so cremig und fluffig aus. Es riecht auch, weiß ich nicht, es riecht normal, es riecht nicht scharf. Die haben bestimmt wieder den falschen gemacht. Was machst du jetzt damit? Packst den wieder ein, fährst den ganzen Weg wieder zu McDonald's, zeigst den Burger, dann schmeißen die den weg und machen dir einen anderen? Oder beißt du einmal rein, sagst dann, ja, das ist bestimmt der falsche, fährst dann den, nachdem du einmal reingebissen hast? Es ist schon wieder zu Mäusemelken. Warte, komm, ich nehme den jetzt einfach mal. Ich beiß einfach mal hier ab. Wo ist die meiste Soße? Hier vorne. Also da ist absolut gar nichts scharf. Das ist der ganz normale McCrispy. Der hat diese Honig-Senf-Soße drauf. Ja, muss ich nochmal los. Muss nochmal zurück. Haben die gesagt, ja, beim letzten Mal auch, ach, hättest du was gesagt, wir hätten den noch umgetauscht oder wir hätten dir beim nächsten Mal einen kostenlos gegeben. Ich brauche das Video aber heute, das heißt, oh, ich beiß nochmal rein, komm. Ich beiß nochmal rein. So, jetzt habe ich erst bemerkt, dass der ja der falsche ist. Und jetzt habe ich wenigstens 2 Bissen, bevor die den wegschmeißen. Ich habe es eigentlich schon mal erlebt in Schleusingen, da haben die dann gesagt, ja, den können sie behalten, essen sie den ruhig. Wir machen ihn nochmal einen neuen. Aber bei den Getränken in Meiningen, da geht's immer her damit, weg, zack. Also ich nehme den jetzt, ich packe den nochmal ein. Ich fahre nochmal zu McDonald's und ich schaue, ob ich den richtigen kriege. Aber das ist kein Spicy, steht aber drauf. So, also ab in Maggis, rein mit der Tüte. Mal gucken, ob wir gleich mit 2 wieder rauskommen. Also, ich bin mit einer Tüte rein und bin mit 2 Tüten jetzt wieder raus. Und den Rest erzähle ich euch zu Hause.
wie Natururin. So, ganz verstrubbelt und verlaust bin ich jetzt hier angekommen zu Hause. Das ist die erste Tüte, die ich mitgenommen habe. Und guckt mal hier rein, ihr werdet es nicht glauben. Da ist gar nichts drin, guckt dir das an. Ich fand das schon wieder so unfreundlich trotzdem, weil wie gesagt, ich kenne das von Schleusingen, da hat damals der Mark einen Burger gehabt, hat reingebissen, das Fleisch war so extrem versalzen, er hat gesagt, boah, das esse ich nicht. Ich habe gesagt, warte mal, habe kurz probiert, Alter, heftig. Er hat sich aber nicht getraut, ihn umzutauschen, ich bin vor, hab gesagt, der Burger ist total versalzen und dann, ach, kein Problem, wir machen Ihnen sofort einen neuen. Wollen Sie den behalten oder sollen wir den entsorgen? Ich sage, ach, ist ja eh nicht für mich. Das heißt, ich esse den Versalzenen und er kriegt dann seinen richtigen Burger. Bam, das war doch perfekt. Beim letzten Mal aber nichts, vertauscht. Beim letzten Mal dann dies, vertauscht. Burger, falsch. Nicht drauf geachtet, hin und her. Und diesmal denke ich, komm, die sagen immer, wenn was ist, dann kommen Sie zurück und geben das einfach hier ab und tauschen das um. Das machen wir doch gerne. Das gerne habe ich gemerkt. Ich stand da, sage, ja, der Burger, ich wollte den Spicy, das scheint aber normaler zu. Ich habe nicht mal den Satz zu Ende geredet, greift die an die Tüte, nimmt den Burger raus, dreht sich um, schmeißt den da in den Mülleimer rein, geht hin da, mach mal Burger, crisp, spicy, normal, spicy. Dann ist sie da rumgelaufen, ich stand da vorne, wusste gar nicht, ach so, okay, alles klar, sorry, dass ich nachgefragt habe. Irgendwann kam sie und hat gemeint, dauert ein bisschen, dann habe ich mich halt an den Rand gestellt. Dann hat die gesagt, ist das jetzt spicy? Und er hat gesagt, ist Aufkleber dran. Dann hat ich mir den hingestellt und gesagt, schau halt mal nach, ob es der richtige ist. Dann habe ich die Tüte ausgepackt, habe gesagt, naja, da ist zumindest ein Aufkleber drauf. Eigentlich ist das ja hier zum Eindrücken, aber es ist halt nicht eingedrückt. Und dann wollte ich den aufmachen und dann habe ich gesagt, wow, wie hier alles rumfliegt und durcheinander und raus. Und wie soll ich das jetzt denn so beurteilen? Das kann ich ja nicht mal schieben hier. Ich mach's mal auf, ich rieche mal dran. Ja, es riecht zumindest nicht mehr nach Honigsenf, es riecht undefinierbar, es wird schon der richtige sein. Also habe ich den mitgenommen und bin jetzt nach Hause gefahren und will jetzt gucken, ob der brutal und fett ist. Wenn nicht, habe ich noch Mad Dog am Start. Ich habe noch Danakil am Start mit fast 2 Millionen Scoville. Und ich habe noch Carolina Reaper Yellow. Und die sind alle am Start, falls der Burger nicht spicy ist. Jetzt müssen wir den aber erstmal probieren mit der Soße, die drauf ist, weil die Soße, die drauf ist. Also ich finde es schade, hätte ich das gewusst, dass sie da auch gar nicht reinguckt, dass sie einfach die Verpackung nimmt und direkt wegschmeißt. Ich hätte noch ein drittes Mal reingebissen oder noch ein viertes Mal. Ich hätte ihn ganz gegessen und hätte die leere Verpackung zurück und gesagt, der war gar nicht spicy, das war der normale. Wie wollen die das denn nachvollziehen? Die prüfen das auch nicht, die haben die Nase voll und denken, boah, wenn schon einer hierher kommt und rumheult, dann wird das sicherlich so sein. Also komm, mach mir einen Burger, dann verzieht er sich schon wieder. Das ist mein Eindruck. Aber ich bin ja auch krank mit meiner Wahrnehmung, deswegen vielleicht war die ja ganz nett und ich habe es noch nicht gemerkt. Wir beißen jetzt mal hier rein in den Spicy McCrispy. Also, es hat keine Honignote mehr, es hat keine Senfnote mehr. Es ist aber auch nicht spicy. Es ist irgendwie cremig und süß. Ich finde den Geschmack jetzt besser als von dem normalen McCrispy. Da würde ich immer den Spicy bevorzugen, weil er eben keine Honignote hat. Irgendwie merke ich was Pfeffriges zwischendurch kurz. Aber so an sich, dafür, dass der so spicy angepriesen ist, weil die Spicy Nuggets, die finde ich, ja, die sind schön würzig. Die sind nicht brutal, aber schön würzig, mit scharfem Dip noch dazu, okay. Aber eine McCrispy Spicy, stelle ich mir halt komplett anders vor. Das Fleisch ist trotzdem wieder mal so viel Panade dran, so extrem knusprig, dadurch aber eben auch trocken. Es ist trotzdem schön zart, du hast den Salat, wieso reimt sich heute alles? Ich mache jetzt hier einfach mal einen Tropfen Mad Dog drauf, auf das crispy Fleisch, auf das trockene. Da müssen wir jetzt aufpassen. Ein Tropfen Mad Dog für die ganze Schulkantine, beißen jetzt nochmal ab. Mmh.
Also das Maydog ist auf jeden Fall gut scharf. Problem ist, ich bin halt immer noch erkältet, deswegen kann ich eh schlecht atmen. Dann verschluckst du dich mal, dann kriegst du wieder was im falschen Hals. Es ist nicht so übertrieben. Ich hab nur gerade, es ist immer schlimm zu essen und zu reden und zu machen und zu tun und Asthma und Hilfe und Erkältung und noch scharf gleichzeitig. Aber du erlebst was. Die Augen fangen leicht an zu drehen, der Mund bitzelt jetzt schön. Das ist toll, wer das nicht wusste. Ich nehme ja öfters auch mal einen McChicken Classic und mache da 3 Tropfen Maydog drauf, esse den dann so, diese weiße Sahnesoße, die da drauf ist, zusammen dann mit der Schärfe von Maydog, ist einfach richtig toll. Fühlt sich gut an. Oder wenn es so Long Chicken gibt im Netto, nehme ich mir manchmal, mache das auch da drauf. Zweiter Biss, da möchte ich jetzt mal hier die Marc Gebauer Danakil Soße herholen, die Erta Ale mit 1,5 bis 2 Millionen Scoville. Steht hier oben drauf. Die sieht nicht so braun aus, die sieht richtig rot und feurig aus. Die müsste ja nochmal schärfer sein, aber irgendwie knallt die Maydog trotzdem bei mir mehr. Aber kommt natürlich auch auf die Menge an, die man sich drauf macht. So, jetzt hiervon, zack, 2 Tropfen von der Erta Ale. So, jetzt hat die Maydog schon so viel Schärfe dagelassen, dass die Erta Ale gar nicht mehr richtig zünden konnte, aber nochmal einen ganz eigenen Geschmack entwickelt hat und trotzdem auch irgendwie genial ist. Ich weiß nicht warum. Ich versuche meine Tests auch immer so abzuschließen, dass ich durchziehe, dass ich dann gerade bei den scharfen Sachen keinen Cut mache und das eher verschneller, dass man sieht, ich spuck das nicht aus oder ich schrei dann nicht rum oder ich trinke dann nicht dazwischen Milch. Denn einen Gegner habe ich ja noch. Meine gute Chili Food Carolina Reaper Yellow Sauce Bio Organic. Und das ist, glaube ich, trotzdem die schlimmste, weil ich davon, die ist sehr flüssig und davon dann immer am meisten drauf kommt. Bei den anderen setzt du immer einen Punkt. Hier kommt am meisten drauf, deswegen ist das Schlimmste. Aber das soll jetzt für den Rest sein und dann gucken wir mal, welcher am besten geschmeckt hat. Also am besten dazu passt. Guck, hier kannst du schön ganz viel, das sind, wären jetzt schon 8 Tropfen oder so von den anderen, wie du hier drauf machst. So, nochmal ein ganz anderes Geschmackserlebnis, es zieht nochmal an, die Zunge brennt richtig, tut einfach nur noch weh. Das heißt, auf das letzte bisschen brauche ich gar nichts drauf machen. Das Schärfe ist ja da. Ich finde den McCrispy abschließend trotzdem ist an sich ein guter Burger, aber mir ist er halt zu kross. Dadurch zu trocken und zu wenig Geschmack, ist nicht viel drauf. Da würde ich lieber den McChicken Classic nehmen, da ein bisschen noch irgendwas Scharfes drauf. Da hast du mehr davon, den kannst du besser essen. Der knuspert nicht so sehr. Mich stört dieses Knusperzeug die ganze Zeit und irgendwie, weiß ich nicht. Ansonsten bin ich aber von dem Spicy enttäuscht. Weil irgendwie war der für mich halt absolut nicht scharf. Und es liegt nicht daran, dass ich nichts mehr merke, sondern dass er halt wirklich nicht so scharf ist. Dass er halt eigentlich normal schmeckt. Wenn ihr den probiert habt, dann schreibt es mal rein. Fandet ihr den McCrispy Spicy scharf? Fandet ihr den lecker? Fandet ihr den würzig? Welchen findet ihr besser? Den Original mit der Honig-Senf-Soße oder den mit der Spicy-Soße? Ich finde Spicy besser, weil diese Honig-Senf-Note mag ich nicht als Geschmack. Ist da nicht da. Schmeckt wie eine normale Soße einfach. Bisschen cremig. Aber Spicy fand ich da jetzt nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Jetzt ein Ayran abschließen. Das wäre cool gekommen, aber es gibt ja noch keinen. Erst ab 2.10. Ärgert mich ein bisschen, aber... Nur wegen Ayran werde ich da wahrscheinlich nie nochmal hinrennen. Ciao.